Ja, hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu einem speziellen Video von mir. Und ja, wir fangen an mit einem Unboxing. Mich hat ein Paket erreicht von Your Diamond Painting und das packen wir jetzt gemeinsam aus. Wie immer schön verpackt in Geschenkpapier, also wenn ihr dort was bestellt, könnt ihr damit rechnen, dass ihr ein gut verpacktes Paket bekommt. Und zwar in gut Folie, damit nichts passiert. Und in Geschenkpapier, damit ihr euch jedes Mal fühlt, als hättet ihr Geburtstag. Das ist einfach klasse. Also ich mag das Auspacken, ich mag das Painten und ich mag das Präsentieren der Produkte. Ja, ich liebe es einfach. Your Diamond Painting ist einfach klasse. So, dann hätten wir hier einen Karton. So, was ist wohl da drin? Das erfahren wir gleich, wenn ich das Paket geöffnet habe. Und ja... Da ist das Paket auch schon offen. Ja, wir hätten dort eine Taschentuchkiste, also ein Taschentuchbox-Set, ein Bild und einen Steinroller. Der ist spitze, den habe ich schon ein paar Mal getestet. Also wenn man über das Bild rollt, wenn es fertig ist, dann legen sich die Steine alle gut zusammen und alles passt. Muss man auf jeden Fall vor dem Fixieren definitiv machen, so drüber rollen, damit alles passt. Und ja... Bei dem Bild ist natürlich das Kit dabei und die Steinchen. Das Bild ist dieses Pferd. Das habe ich auch schon fertig gepaintet. Das blende ich euch jetzt auch mal ein. Ja, Moment. Da. So, wie ihr sehen könnt, es sind nur ein paar Steinchen dabei, aber die haben es in sich. Die haben einige Facetten. Also in einem Tütchen waren diese großen Steinchen dabei und jeder Stein hat anders farbig geglänzt. Das war ein Erlebnis, sag ich euch. Also so ein kleines Bild, schnell gemacht, aber boah. Also diese Glitzersteinchen haben es mir angetan. Danach natürlich ausschneiden und einrahmen oder nicht einrahmen, kann man machen, wie man möchte. Man kann es auch auf ein Brett kleben mit Sprühkleber. Und ja, also bei mir liegt es schon bereit zum Aufhängen. So, dann hätten wir die Taschentuchbox. Mit dabei sind Steinchen, die Box und chinesische Taschentücher. Farbig passend zu dem Thema der Box. Und zwar haben wir hier das Leopardenmuster, also den Leoprint. Bei Your Diamond Painting zu finden unter Leoprint Taschentuchbox. Ich verlinke euch natürlich auch das Produkt. Unter dem Video. Ja, die Taschentücher sind dabei für den Anfang. Am besten passen dort hinein so kleine Feuchttücher oder Babytücher. Also das passt perfekt. Das habe ich nämlich auch schon eingekauft. Werde ich jetzt demnächst auch mal probieren. Passt auf jeden Fall rein. So, die Box habe ich auch fertig gepaintet und das werde ich euch jetzt gleich einblenden. Da ist die Taschentuchbox fertig. Von allen Seiten, außer von unten, kann man sie bekleben. Und ja, ich finde, klasse. Also bei mir steht es im Arbeitszimmer, weil ich dort am meisten sitze und ich finde es zu schade, um in die Toilette zu stellen, also ins Bad zu stellen. Fixiert habe ich mit dem Acryllack, wie immer, von Action. Wie ihr seht, die Box ist stabil. Also die Steinchen, gucken Sie mal, da kann man nichts mehr abkratzen. Da geht nichts mehr ab, da kann man rütteln, da kann man kratzen, da kann man alles. Da geht kein Steinchen mehr ab. Also Acryllack, perfekt. Latex-Bindemittel kann man natürlich auch benutzen oder gibt so vieles. Aber ich nutze am liebsten das Acryllack, weil das so eine Plastikschicht drüber gibt und das finde ich einfach toll. Ja, wie ihr seht, die Taschentücher haben so einen beigen Farbton, passend zur Kiste. Also klasse, das Set ist toll. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich kann es nur empfehlen, bei Your Diamond Painting die Taschentücherbox. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Ja, da hätten wir das nächste Päckchen und zwar wieder von Your Diamond Painting, natürlich, natürlich. Und ja,
Hier ist etwas drin, was wir gleich auch gemeinsam anschauen werden. So, eins kann ich euch verraten, es sind zwei Bilder hier drin. Eins davon werden wir gleich zusammen machen und das andere werden wir in den nächsten Tagen auf jeden Fall fertigstellen. So, da hätten wir die beiden. Das hier ist der Elefant. Ich nenne ihn Elefant des Universums, weil dahinter der Hintergrund so schön nach Universum aussieht. 35 x 30 cm. Soweit ich jetzt noch im Kopf habe. Nee, gar nicht. 30 x 40 cm ist dieser Elefant. 30 x 40 cm bei Your Diamond Painting. Und dann haben wir noch ein zweites Bild. Den Tiger. Der ist 35 x 30 cm. Ja, da habe ich mich gerade vertan. Ist aber auch nicht schlimm. Mit Glitzersteinchen. Dieser Tiger ist mit Glitzersteinchen und schimmerndem Hintergrund auf der Leinwand. Das ist absolut toll. Und deshalb habe ich mir den Tiger direkt vorgenommen. Und ein Stückchen machen wir ihn jetzt gemeinsam. Dann könnt ihr euch gleich zurücklehnen und einfach zuschauen. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, hier haben wir die Glitzersteinchen. In Rot, Blau, Silber, alle Farben sind dabei und absolut genial. Ich liebe Glitzersteinchen. Ja, wem geht's nicht so? Hier hätten wir das Blau, auch wunderschön. Das haben wir in drei Farbtönen, hell, dunkel, mittel, alles dabei. Ja, dann legen wir mal los. Hier ist der Tiger und wir nehmen uns die ersten Steinchen, schneiden das Tütchen auf und los geht's. Ja, hier seht ihr die Steinchen nochmal in Nahaufnahme in unserem großen Schiffchen. Und wir legen los. Also, diese Steine haben die Nummer 1 und das Symbol der Nummer 1. Diese Steinchen müssen wir auf das Symbol auf der Leinwand legen. Ja, dann legen wir mal los, ne? So, und während ich painte, sage ich mal, wir hören uns im nächsten Video. Und ja, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir diesen Tiger fertig painten. Und ja, in den nächsten Tagen werde ich das Gewinnspiel ankündigen. Bei 500 Abonnenten gibt es ein Gewinnspiel. Also teilt die Videos, teilt den Kanal, seid fleißig mit dabei, kommentiert und ja. Dann würde ich mich freuen, wenn das Gewinnspiel bald starten kann. Und bis dahin, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Und lehnt euch jetzt zurück und genießt den Rest des Videos. Alles Liebe euch. Tschüss.